Welcome back to Angel of Darkness. Ja, was verbirgt sich in dieser Tür? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns das an. Okay, das gefällt mir schon mal gar nicht hier, wie das hier aussieht. Das sieht mich bedrohlich aus. Noch, Miss Croft. Sie sind zäh. Aber ich habe im Laufe der Jahre mehr Sterbliche getötet, als Sie sich vorstellen können. Und Sie haben Ihre Organe gestohlen, wie ein Grabräuber. Und nun hole ich mir die Ehre. Um dieses Ding zu erwecken? Sind Sie wahnsinnig? Nur mit meinen Fähigkeiten kann ich die höhere Rasse neu beleben. Oh, dann habe ich wohl das Vergnügen, Sie aufzuhalten. Ich habe die Lux Veritatis gejagt und ausgerottet. Ich bin unsterblich. Die Splitter! Da staunen Sie was? Es ist mein Schicksal, die Hölle auf Erden zu schaffen. Sie sind ein Nichts. Wissen Sie was? Ich freue mich darauf, Sie ins Jenseits zu schicken. So, Eckart, jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt bist du fällig. Jetzt bist du fällig. Welche Waffe packen wir für ihn aus? So, erstmal diese schöne Waffe hier. Wow. Wie soll ich denn da ausweichen? War klar, der Rand macht mir auch noch Schaden. Hä? Wie soll ich denn da jetzt ausweichen? Soll ich denn da ausweichen? Auf jeden Fall habe ich eigentlich reichlich Medipacks. Ach so. Treffe ich ihn überhaupt? Okay, ist schon leer die Waffe. Alles drauf, was wir haben. Was macht er da ständig? Treffe ich ihn überhaupt? Der da.
Ich glaube, er ist jetzt sterblich. Würde ich jetzt mal so vermuten. Okay. Wenn das so ist, dann kriegst du jetzt das Recht auf die Fresse. Und zwar mit richtig fette Waffe. Was haben wir denn noch so Schönes? Oh, der Marktweger, der sieht gut aus. Ich glaube, mit dem hau ich mal drauf. Ach, jetzt machst du mit Feuer auch noch, ne? Du willst also mit der Feuer spielen? Okay. Aber ich sag dir, man guckt nicht. Ja, im Prinzip ist es recht leicht auszuweichen, diesen Angriff. Ich frage mich nur gerade, was ist, wenn man jetzt keine Munition mehr hat? Kriegt man irgendwie eine neue? Ja, springen volle Kanne rein, Lara. Ist richtig. Die Waffe ist leer. Ich habe bald im Grunde eigentlich gar keine. Von gar nichts mehr Munition. Was soll das, was er da macht? Ich habe halt gar nichts mehr an Munition. Ne, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Muni mehr. Tja, das ist alles weg. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe keine Muni mehr. Muss ich jetzt scheiß Nahkampf machen oder wie? Oh toll, nirgends liegt Munition rum. So liebe ich das ja. Ich
glaube, ich habe was falsch gemacht. Und zwar... Moment, fliegt der eigentlich irgendwann rein, automatisch? Falls dem so ist, habe ich, glaube ich, eine Idee, wie ich ihn denn schlagen könnte. Ja, Nahkampf geht nicht. Doch. Oder muss ich den dritten Splitter jetzt einfügen bei ihm, wenn er jetzt irgendwie hier reinkommt? Das kann ich gerade mal probieren. Das funktioniert. Aber wie gesagt, es ist blind, wo soll man das auch wissen, dass man hier... Wie gesagt, ich probiere es gerade nochmal aus, ob das klappt. Ich kann nicht garantieren, ob es funktioniert. Wenn es nicht klappt, dann, tja. Ich habe noch den Speicherstand vom letzten Mal, beziehungsweise vom Anfang, und kann den Kampf nochmal wiederholen. Aber ich hoffe wirklich, dass das funktioniert, was ich vorhabe. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert. Weil ich habe den Verdacht, dass die Wand irgendwie so eine Art Schutzschild ist. Und er nach einer Weile da durchkommt. Ja, jetzt springt er rum. Stimmt, er verändert sein Muster. Jetzt macht er nämlich das hier. Macht einen Feuermann, springt dahin. Dann macht er einen zweiten Feuermann. Und wahrscheinlich gleich einen dritten Feuermann. Und wird dann wahrscheinlich reinlaufen. Und? Was macht er? Ja. Er rennt destruktiv zur Mitte hin. Ich wusste, dass Sie den dritten Splitter finden. Aber Sie haben für Eckhart gearbeitet. Nein, er hat für mich gearbeitet. Werden Sie sein Werk zerstören? Natürlich nicht. Ich werde das große Werk vollenden. Und Sie haben die einmalige Gelegenheit, Teil einer gütigen neuen Weltordnung zu werden. Sie machen Witze, oder? Die Nephilim wollten immer nur überleben. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Zu viele Leute sind tot. Unter anderem mein Freund von Troy. Er war ein Opfer unglücklicher Umstände, Lara. Es war dumm von Eckhart, ihn zu töten. Ich habe ihnen immer geholfen, hier und in Paris. Ich suche für einen Kunden namens Eckhart die 5 Gemälde der Finsternis. Der Kerl ist ein Psychopath. Warum soll ich mich einmischen? Weil ich verfolgt werde. Da draußen sterben Menschen. Da musst du durch, Werner. Pass auf. Triff dich mit dieser Frau Karin. Sie kann uns helfen. Ägypten, Werner. Du hast mich im Stich gelassen. Du hattest auch kein Mitleid.
war zu feige. Es ist zu gefährlich. Aber sie wird es schaffen. Sie sind gefeuert. Okay, der Typ war das also die ganze Zeit. Es war nicht Eckart, es war Karel. Sie haben von Croy getötet. Närrische Sterbliche. Dann eben nicht. Ach du Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Das sieht nach einem zweiten Kampf aus. Das speichere ich mal. Wohin denke ich? Ach komm. Zu vier. So, ist die Frage, was jetzt? Na, was hat er denn da? Was sagt das Tagebuch? Ich töte den Schläfer mit dem Handschuh. Okay, mit dem Handschuh also. Ist das jetzt eine Waffe oder so? Nee. Ich muss irgendwas machen. Au! Töte den Schläfer mit dem Handschuh. Was kann damit gemeint sein? Was habe ich bekommen? Ich habe bekommen... Eckarts Handschuh. Ja gut. Wo ist der Handschuh und weiter? Au. Ja. Und weiter habe ich gerade keine Ahnung. Faktisch mal, Waffen scheinen jetzt nichts zu bringen. So viel steht fest. Muss ich irgendwo hoch oder so? Auf jeden Fall habe ich es jetzt mit dem Schläfer zu tun. Ich kann auch Eckarts Handschuh gar nicht auswählen. Als Waffe oder so. Moment, was ist das? Entschuldigt mich kurz. Wird gerade ein längerer Part werden.
Entschuldigt, aber die Katze hat gerade wieder... Wollte gerade meine Couch wieder zerfetzen. Und das kann ich gerade einfach mal nicht ungeschoren lassen. Ich hab's gewusst, es ist wie in Tomb Raider 4. Ich muss irgendwie nach oben dann irgendwas machen und den komischen Schläfer ja anscheinend irgendwie von da oben vernichten. Weil Waffen scheinen jetzt nichts mehr zu bringen. Okay, gut, dann machen wir das. Nein, nicht abstürzen, Lara. Huch da, Mädel. Mädel, komm. Auf da. Wir haben noch genug Heilung. Das ist kein Problem. Das ist alles kein Problem. Ich werde diesen scheiß Schläfer vernichten. In Tomb Raider 4 war es ja Set am Ende, den man nicht töten konnte, sondern einsperren musste. Und hier scheint es der Schläfer zu sein. Okay, das war irgendwie gerade der... Ja, das war so ein typischer Schmacki-Moment. Er hat mich noch getroffen eigentlich, aber... Ja. Ich ihn anscheinend auch. Naja, jedenfalls... Okay, das war anscheinend End of Darkness. Ja, und alles, was wir noch mitgenommen haben von unserem Abenteuer, ist dieser... Ja, dieses Artefakt, was auch Curtis schon benutzt hat. Ja, dann kann ich gerade zum Resümee kommen. Angel of Darkness war Anfang für mich ein, ja, interessantes, recht neues Game. Mein einziges Blind-Let's Play von Tomb Raider, das ich bisher jemals hatte. Ich muss sagen, ich habe mich in Steuerung ganz gut eingefunden. Wenn man sie erstmal raus hat, dann ist es kein Problem mehr. Es ist tatsächlich ein bisschen anders als die ganzen Tomb Raider vor. Aber ich muss sagen, es hat trotzdem eine relativ gute Story. Ja, von der Musik her, da haben sie auch das eine oder andere von Tomb Raider 1 benutzt und das einer nur von Tomb Raider 4. Und halt ein bisschen, ja, die Remix-Variante benutzt. Es gab aber auch, ja, eigene Songs zu Angel of Darkness. Die Steuerung, ja, wenn man sich erstmal ein bisschen eingewöhnt hat, dann geht das sogar recht klar. Von der Story her war ich auch recht zufrieden. Es gab zwei verschiedene, ja, Overworlds, sag ich mal. Jetzt zum Beispiel Paris und Prag. Aber was ist aus Curtis geworden?
Curtis, muss ich sagen, war die coolste Sau im Spiel. Curtis hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die Parts mit Lifeforce und Decay haben mir sehr viel Spaß gemacht. Das Game an sich hat mir Spaß gemacht, auch wenn... Okay, Marion von Stengel war... Stimme von Lara Croft. Nochmal die ganzen... Da! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst, dass es Scars Stimme war. Thomas Fritsch. Ich habe es sowas von gewusst. Weil diese Stimme ist für mich wirklich einmalig und hat wirklich so perfekt gepasst zu Eckart. Ja, und Eckart war letzten Endes auch eine Marionette. Karel war der eigentliche Bösewicht. Und den haben wir, ja, sozusagen letzten Endes besiegt. Beim Ending, ja, ich hätte mir jetzt ein kleines bisschen mehr erwartet. Weil Lara tatsächlich. Lara ging nur noch raus mit dem Artefakt und das war's dann irgendwie. Oder kommt jetzt noch irgendwas dazu? Mal gucken. Core Design. Mit einer schönen Lara-Silhouette. Jetzt die Frage: War's das oder kommt noch eine Cutscene? Okay, es kommt keine Cutscene und irgendwie auch keine Extras. Bisschen schade schon, weil ich hätte mir jetzt noch erwartet, dass irgendwelche Extras jetzt noch kommen, wie zum Beispiel ja, ein Hardmode auf Full Extras, Filmtrailer, Making of. Ach, schauen wir nochmal rein ins Making of. Pressure to do something different, to lead the way, to deliver even better characters, environments and stories. Over the years with Tomb Raider, each adventure has broken new ground and taken the player to even more exotic locations and arenas. And now onto a new arena, the next generation console. Our vision is to take the player somewhere dark, a place they might not necessarily wish to go, but a place that they'll have to venture if they want to bring Lara back. This world is from the imagination, but based in reality. A dark world. A dangerous world. A world that reflects the change in Lara. It will be a new experience, one that will almost be shocking to people who have played Tomb Raider in the past. From the catacombs of the Louvre to the alleys of Prague, we searched for the seedier side of life. A world that you wouldn't normally see Lara in, but a world that she has no choice but to inhabit. Like her audience, like the game's consoles themselves, Lara has grown up. Her experiences in Tomb Raider 4 have forced her to question herself. This game will ask more questions of her. It was a very conscious decision to leave out elements of Lara's story since Tomb Raider 4. Certain aspects of that story will return. It's just a matter of when and where. For the first time, Lara will have a moral choice to make. It's no longer a clear-cut case of good versus evil. This is a more complex tale which will ask more complex questions of the player. The player controls how the story develops much more than in previous Tomb Raiders. Basically, when Lara talks to a character, the player can also choose whether Lara is nice, nasty, or dismissive to another character. This game sets a new benchmark for character animation. The new consoles allow for an unprecedented level of subtlety in the way the characters can act. Some characters may betray more than their feelings. In this world, the player should look as well as listen. The advancements in game technology allow for much more complex movement from the characters. They have spines, joints, they even have fingers. They move in different ways. We borrow these movements from real people. The man on the A57, the woman on the bus. They travel much further than they think. The player will choose which path to take, which characters to trust, which lies to believe, and which enemy to face. Some enemies may become allies.
some enemies may become something far worse. Certain enemies have taken years of conception, gestating through design and redesign. I am the first to see them born, the first to guide them through the early stages, their first steps, their first kills, until they are finally unleashed upon the world. When you walk into this world, you walk into a film. A film with multiple paths and possibilities, with one story drawing you through. This world begins in an act of darkness. How this world ends is up to you. This is a world of shadows. There is a shadow on Lara. He watches, waits, he bides his time. His name is Curtis. He wants revenge. And Lara will help him extract that revenge. For the first time, there is another playable character in Tomb Raider. A character whose abilities combine the supernatural with the superhuman. He has a different approach to Lara, less subtle perhaps, but still effective against certain opponents. It's a much more intelligent game for the enemies as well as Lara. The PlayStation 2's got much more power to process enemies doing much more complicated things. The enemies in the game have evolved. They will work together. Notice when another enemy is killed and react accordingly. These enemies will pursue Lara. They will not stop. They have not stopped in 600 years. The Monstrum, the Cabal, Eckhart. An unholy trinity guided by an unspeakable force. Their origins lie in the annals of alchemy, not in its purported search for the secrets of gold, but in its real search for the secrets of the atom. If you control the atom, you can control life. You can create life, and you can steal life from others. This story is very much on an epic scale. From 14th century alchemists to serial killers in modern day France. To create something on this scale, it was necessary to take the ideas and production values from the film industry, in the way they research the subjects, the backstory they create for their characters, and the depth of the visuals. This level of production requires a total consistency of purpose. Every aspect of the game has to be in keeping with the overall concept. Every person working on the game knows that they are working on an epic, and everything they do has to reflect that, from concept to completion. For the music to match the scale of the production, we decided to use the same process that major film studios use. In this case, the London Symphony Orchestra. It's an overwhelming thought having your music played by 84 of the world's top musicians, but the effect of the music when playing Angel of Darkness will be well worth the shredding of our nerves. On the day of the recording, we are in the good hands of Abbey Road Studios and David Snell, the conductor. In a sense, he visualizes the music and translates it to the ears. We want the music to be ever-present, draw you into the world without you noticing. Part of the style of this game is that all the elements work together, bide their time, wait for the moment when they are needed. At core, we had a very clear vision of where we wanted to go. We wanted to take the Lara we all knew and put it into a game, a situation that no one knows. Tomb Raider has always set the benchmark for games. This game will do no different. Some may see elements of various filmmakers, such as Luc Besson and David Fincher. Some may see elements of various artists, Grunewald, Bosch. All will see something they haven't seen before. When we wrote this story, we wrote a book. This game is only the first few chapters of that book. This game opens a lot of doors and only closes a few of them.
Okay, zur Erklärung. Die haben jetzt mit dem Teil, weil das war eine neue Ära mit PS2, ja, ganz neue Möglichkeiten gesehen in, ja, Bewegung von bestimmten, also von Menschen und so. Das haben sie alles verbessert, also richtige Bewegung reingebracht in die Menschen. Die haben die Bosse an sich ja flexibler gemacht, die Gegner sind intelligenter. Zum Beispiel ist einer irgendwie down, dann hilft der andere. Ja, es ist schon sehr interessant und ja, Kurt ist quasi wie so eine Art Schatten von Lara die ganze Zeit verfolgt. Auch die Story war ziemlich, ja, düster gehalten. Aber ich muss sagen, die haben das schon cool gemacht. Mit der Musik haben sie nochmal gezeigt, wie das gerade gemacht wurde. Und zu guter Letzt gucken wir uns mal den Filmtrailer an. Ja, das war der Filmtrailer zu Die Wiege des Lebens, zum zweiten Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie. Gut, ich würde sagen, der Part hat eine ziemlich lange Länge schon, also fast 40 Minuten. Aber es war noch Bonus-Zeugs mit zu, deswegen ist das schon, ja, recht in Ordnung. Ja, ich würde mal sagen, das war's mit Angel of Darkness. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, mir hat's jedenfalls Spaß gemacht. Ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.